Heute baue ich ein 3x3-Haus mit 2 Etagen für 2 Sims. Ich versuche nur Base Game zu verwenden. Ob mir das gelingt, ich weiß es nicht. Aber lasst uns mal loslegen. Also erstmal muss ja eine Wand her. Das sind 3x3. Aber ich hatte ja gesagt, ich mache 2 Etagen. Also diese Form soll das Haus haben. Ich persönlich würde hier ein Fundament richtig schön finden. Also bislang sieht es so aus. Hier ein kleines Fundament, hier ein Mini-Balkon. Bin sehr gespannt, ob die Sims diesen Balkon benutzen können. Also das stelle ich mir doch schon ziemlich schön vor. So sieht es bis jetzt aus und ich bin doch schon zufrieden mit der Form. Ich habe mir aus der Galerie eine Sim geholt, die für uns alles gleich testen wird. Denn eins möchte ich auf jeden Fall probieren. Es wird ja natürlich schwierig sein, innen eine Treppe zu machen. Also entweder mache ich die im Außenbereich oder ich mache eine Leiter. Das mit der Leiter gefällt mir hier nicht. Denn dieses komplette Holz hier außen wurde mir praktisch geklaut und das sieht nicht schön aus. Ja super, das klappt schon mal. Okay, dann gehe ich mal wieder nach unten. Also ich habe an ein Hochbett gedacht. Natürlich für 2 Sims. Hier sollen ja 2 Sims leben können. Da würde ich das Weiß bevorzugen. Ohne Licht läuft hier gar nichts. So, noch einen schönen Boden. Da würde ich spontan diesen hellen nehmen. Also es soll ein helles Haus werden. Ein 1x3 Badezimmer. So wie es aussieht, wird das ein Badezimmer ohne Waschbecken. Also eine Dusche kommt hier hin und eine Toilette. Und schon ist der Raum praktisch ausgefüllt. Kommen wir mal schnell zur unteren Etage. Also auf einen Essplatz würde ich ungern verzichten wollen. Ich denke, hier in die Ecke kommt dann die Küche hin. Natürlich ein Base Game. Und hier würde ich auch sehr gerne helle Möbel verwenden. Dann nehme ich erstmal hier die weißen. Also diese Schränke sind für diesen Raum doch etwas zu groß. Ich nehme die eine Nummer kleiner. Das ist dann schon viel besser. So, einen Kühlschrank müssen wir auswählen. Da muss eine Theke dann verschwinden. Also hier ist dann der Kühlschrank. Ich glaube, ich mache hier die Ecke noch so rein. Denn wir brauchen wenigstens im unteren Bereich ein Waschbecken. Das können wir verkaufen, denn wir brauchen natürlich auch einen Herd. So, dann passt es jetzt hier. Hier würde ich als Sicherung eine kleine Wand machen. Ich muss gleich mal testen, ob das alles funktionieren wird. Da würde ich mich für diesen Glastisch entscheiden. Und das habe ich gedacht. Der Sim kommt einfach dann nicht mehr in die Ecke. Mal schauen. Vielleicht fällt mir da noch was ein. Ich kann ja praktisch noch etwas nach hinten schieben. Okay, die Wand kommt dann doch jetzt weg. Vielleicht den Herd hier hin. Oh nein, das passt nicht. Das passt einfach nicht. Also ich kann auf dieses Waschbecken nicht verzichten, denn wir haben im Bad schon kein Waschbecken. Vielleicht kann ich hier die Theke machen. Oh nein, das passt auch alles nicht. Okay, die Stühle sind jetzt etwas in der Wand, aber ja, damit kann ich leben. Hier kommt noch eine schöne Pflanze hin. Und vielleicht können wir hier eine Steinmauer noch machen, denn in der Küche sieht das doch immer ganz schön aus. Und ein paar Dekoartikel. Ein Mülleimer darf natürlich auch nicht fehlen. Ich platziere diesen einfach in der Mitte und hoffe, dass die den Herd dann noch benutzen kann. Also von den Kästchen dürfte es hinhauen. Ich habe komplett die Fenster vergessen. Mal schauen, was ich hier noch zaubern kann. Vielleicht bekomme ich hier in der Ecke noch eine kleine Staffelei. Denn die Sims sollen ja natürlich auch was zu tun haben. Aber das ist natürlich schon alles wirklich arg eng. Vielleicht kann ich das Bett noch etwas in die Wand schieben. Die Klopapierrolle darf natürlich auch nicht fehlen. Und wenigstens ein Handtuch zum Abtrocknen. Denn die Dusche kann man ja benutzen, auch wenn man sich die Hände hier nicht waschen kann. Ein schöner Teppich darf natürlich auch nicht fehlen. Den werde ich erstmal etwas kleiner machen. Vielleicht auch noch etwas Deko an die Wand. Ja, für einen Computer reicht der Platz einfach nicht mehr, aber wir können uns ein Tablet holen. Und vielleicht noch ein paar Vorhänge, damit es nicht ganz so kahl hier ist. Das kleine Haus ist jetzt fertig. Natürlich haben wir jetzt nicht das beste Wetter. Du erkennst es ja an den Bäumen und an den Pflanzen. Ich werde jetzt erstmal austesten, ob das Haus überhaupt funktioniert und ob die Simmen überhaupt überall dran kommt. Kannst du hier schlafen. Also sie kann ohne Probleme hochschlafen. Also die Schaffelei ist nicht im Weg. Das ist schon sehr gut. Kannst du nach oben gehen? Du kannst auch nach oben gehen. Das ist auch perfekt. Kannst du die Schaffelei benutzen? Auch das kannst du. Super. Und selbst das Kochen geht. Und es gibt direkt wieder Feuer. Also ich hoffe, das Video hat dir gefallen und ich sag bis zum nächsten Mal. Tschüss.